Fahren Sie diesen Zug von Hagen nach Letmathe. Und damit herzlich willkommen, Leute. Wir fahren heute nach Letmathe. Ein Güterzug. Oh. War natürlich mit Sifa. Richtungswender muss nach vorne. So. Und jetzt, dass wir die Bremse mal ein bisschen aufladen, ja. Und da starten wir. Geben wir mal ein bisschen Gas. Nicht zu viel. Aber auch nicht zu viel. Also nicht zu wenig, weil dieser Zug ist schwer beladen. Wenn wir zu viel Gas geben, dann können wir der Fracht bzw. der Lok und alle Fahrzeuge, die darin gekoppelt sind, schaden. Deswegen müssen wir ein bisschen mit Gefühl da. 5. Bei 5 kommt er schon. Der kommt langsam. Sieht, der rollt schon die Reifen. Ganz leicht. Ja. Wir starten. Sehr gut. Die Baureihe 185. Das Zugpferd der Deutschen Bahn. Da kann man sagen, was man will. Ein sehr, sehr starke Lokomotive. Die mehr Zwecklokomotive, die man auch in verschiedenen Bereichen einsetzen kann. Ja, 40 dürfen wir. Versuchen mal die 40 km zu erreichen. Da fährt unsere Lok. Tritt ihre Reise. Lassen wir den Leistungsregler auf Minimum und schauen uns die Fahrt an. Bisschen können wir. Ja, diese Lokomotive ist wirklich sehr schön, Leute. Die sieht man ja tagtäglich irgendwo in Deutschland. Die ist ständig im Einsatz, auch hier selbst mit uns hier heute. Einsatz, was ja auch sehr gut ist, denn diese Lokomotive, wie gesagt, ist jetzt Zugpferd der Deutschen Bahn und so eine legendäre Lokomotive muss man schon mal natürlich gefahren haben. Hier mehrere Schichten unten gehen auch noch um den weiter. Dürfen wir gleich 60 fahren, müssen aufpassen. Leistungsregel auf Minimum, dann wollen wir mal gucken, dass das reicht. Ja. Hört man zu. Oh, die sind ein bisschen zu schnell. Bremst du mal jetzt? Ja. Leistungsregler Minimum, sehr schön. Ja, der Zug, der rollt. Rollt, wir bewegen uns Richtung Letmathe, Gleis 103, wenn man das so nennt, Gleis 103, ich weiß das nicht. Das ist wahrscheinlich eine Markierung, die wir auf jeden Fall, also die so gekennzeichnet ist, die nur so heißt. Ich weiß das nicht, wir sehen das nachher mal. Auf jeden Fall haben wir langsam unsere Reisegeschwindigkeit mit 60 km/h. Das ist nicht so schnell, aber es liegt auch daran, dass diese Strecke halt so ist, wie sie ist. War mal nicht dafür ausgelegt, dass so ein riesen Zug hier mal vorbeifährt und dann so kurvig und alles, wie ihr seht, immer wieder hin und wieder hoch. Und deshalb. Bisschen schneller können wir, ein bisschen mehr Power. Ja, und so rollen wir nach Letmathe, Leute. Wie findet ihr denn diese Lok? Könnt ihr mal schreiben in die Kommentare, falls ihr auch so ein Fan von dieser Lokomotive seid, wie ich es bin, diesen riesen Güterzug zu bewegen. Mit so einer Lokomotive, das ist schon echt beeindruckend. Wie viel Kraft so eine Lokomotive entwickelt.
gefahren sind. Oh, wir haben ein bisschen zu schnell gefahren. Ja, okay. So, gleich nur 50. Bremsen schon mal leicht. Nicht, dass wir hier noch Probleme kriegen. Ja, damit rollt unsere starke Lok. Stromabnehmer ist auch oben. Wir gehen irgendwie runter und hoch. Nee. Hm. Okay. Jetzt dürfen wir nur noch 50 fahren. Das ist ja wieder Strom. Das war ein Bug, glaube ich. Gerade eben. So, Leistungsregel auf Minimum. Ach, wir müssen den Berg auffahren. Da kann man ein bisschen mehr Power geben. Ich glaube nicht, dass der Zug das so leicht schafft. Wenn wir da nicht keinen. Wenn wir da keine Hand anlegen. Können sogar auf 2 anscheinend. Leute, was für ein. Was für ein riesenlanger Zug. Wahnsinn. Es bewegt sich einfach. Aber wir müssen jetzt auf 3 gehen. Leistungsregel auf 3 stellen. Na, reicht immer noch nicht. Wir gehen mal auf 4. Sehr schön rauszukommen. Ja, haben gleich die 50 km/h schon erreicht. Stellen eine Leistungsregel auf Minimum und schauen, ob das reicht. Ne, nicht ganz, auf 1 dann mal. Hier zeigt er, dass er auch eigentlich ein bisschen schnell gefahren. Wir können auch so eigentlich fahren. Siefer gedrückt, zeigt er auch, ja. Wir sind ein bisschen zu schnell. Ah. Wir können ja schon mal auf 40 runterbremsen, weil wir ja gleich da 40 fahren müssen. Wir müssen ein bisschen mehr bremsen, das reicht nicht. Okay. Das Bergabfahren hier, das beschleunigt den Zug ja ganz schön schnell. Ja. So, gleich haben wir die 40. Machen wir auf SB. Und damit haben wir die 40 auch raus. Ja. Schöner Weichenbereich hier. Was schneller geht. Ja. Ach, dürfen auch bald 120 fahren. 1 Kilometer knapp. Das ist ja schon mal wenigstens etwas schneller als was wir die ganze Zeit fahren durften. Ja, da kann man sich schon mal nicht beschweren gleich. Also. 20 gleich, ein Güterzug. Jo, was soll man da dazu auch sagen, ne? Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Steigerung. Hier sehen wir einen Güterbahnhof. Beziehungsweise Güterzüge, die einfach abgestellt wurden. Vielleicht ist hier das Sägewerk, wo die ganzen Züge mit Holz voll beladen hier abgestellt werden. Sägewerke zu bedienen. Ich weiß es noch nicht. Ja. Siefer. Railion. Die sieht man auch überall, diese Güterzüge. Mittlerweile. So, wir dürfen gleich 120 fahren. Wenn wir diese Weiche komplett mit dem Zug überfahren haben. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell, Leute.
ein bisschen bremsen hier. Dürfen nicht zu früh hier zu schnell sein. 120 wurde auch hier gerade angezeigt. Aber wenn wir jetzt gleich komplett durch sind, dann dürfen wir 120 fahren. Was uns schon mal sehr weit bringen wird. Im Gegensatz zu 40. Und so, jetzt dürfen wir auch beschleunigen. Die Bremse drin. Ich muss mal auf 0 stellen, dann heißt Marina. Und jetzt. Ja, jetzt kriegt er es. Das ist manchmal so, wenn man gebremst hat und der Leistungsregler war noch irgendwie im Leistungsbereich. Dann muss man die Bremse natürlich erstmal ausmachen und dann das Ding, ja, den Leistungsregler auf, oh, wir sind zu schnell, auf 0 stellen und dann wieder anfahren. Das passiert hin und wieder mal, fast in jeder Lok. Nur, dass man es schon mal gehört hat, falls ihr das nicht wusstet. Tiefer gedrückt. Ja. Wir bewegen uns langsam in einer annehmbaren Geschwindigkeit. Wir dürfen 120 fahren. Das ist ja schon mal etwas. Wie gesagt, also. So. Leistungsregler auf Max hochgestellt. Sieger. Mal gucken, was für ein bisschen vorankommen hier. Ich meine, diese Lokomotive darf und kann höchstens 140 fahren. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher, aber ich glaube, das war so richtig. Also, müssen wir gleich mal aufpassen, dass wir nicht schneller als 120 fahren, weil, ja, wie gesagt, 20 km/h schneller geht noch bei dem Zug hier. So, das war ein bisschen zu schnell. Ja, jetzt lassen wir mal Leistungsregel auf 10. 10%. Ist wohl noch zu wenig. Stufe 2. Stufe 3. 2 reicht auch nicht. Stufe 4. Ja, geht höher. Ja, und so bewegen wir uns Richtung Letmathe Gleis 103 und lassen uns nicht aufhalten. Da sieht man die schöne 185er. Eine sehr, sehr schöne Lokomotive. Da, der Stromabnehmer ist wieder nach oben gegangen. Der geht hoch und runter teilweise. Ich weiß nicht, woran das liegt gerade. Na Leute, falls euch diese Videos gefallen, könnt ihr mich ja gerne mal abonnieren. Da ich noch neu bin hier in dem Bereich, würde mich freuen auf jeden Fall. Oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge, wenn ihr habt, das würde mich auch freuen. Ab in die Kommentare damit und ich kann mich dann beim nächsten Video ein bisschen verbessern. Das wollte ich schon mal nebenbei mal so erwähnt haben. Läuft doch, Leute. Ich beobachte mal hier das, diesen Infopult. Sie fahren mal drüber. Und so können wir dann fahren entspannt. 120 doofen war. Mhm. Noch genug Zeit. Was für eine entspannte Fahrt. Eine wirklich entspannte Fahrt hier. Drehen uns hier um die Kurve. Die fahren wir gedrückt, nicht dass wir hier noch Probleme kriegen. Eine Zwangsbremsung. Das muss ja wirklich nicht sein, Leute. Oh, jetzt fahren wir hier durch den Bahnhof. Ich weiß nicht, welcher Bahnhof das ist. Konnte ich jetzt nicht so erkennen. Ach, leider nicht. Oh, wir müssen gleich 90 fahren. Das müssen wir auf jeden Fall machen.
das wird ein bisschen knapp. Aber schaffen wir. Das schaffen wir. Ja. Zu viel des Guten sogar. So. Dürfen wir auch gleich schon wieder runter. Sie fahren. Wegen der Kurve wahrscheinlich hier müssen wir am abbremsen. Ja, das ist doll die Kurve hier. Aber nicht schlimm. Wir dürfen schon gleich wieder 100 fahren. Ah, da ist ein Kollege. Ah. Das sieht man nochmal von einer anderen Perspektive hier. Die 143er. Können wir später auch mal fahren. Sie fahren. Oh, wir müssen gleich schon mit 40 fahren. Dass wir das auch schaffen. Ja, bergauf. Das ist so ganz schön easy. Also brauchen wir das auch gar nicht. Jetzt noch. Wir lassen den noch ein bisschen ausrollen. Haben wir noch hier 850 Meter knapp. Ach, da kommt wieder ein Kollege. Noch ein Regionalexpress hier. Hey Kollege. Der fährt nach Siegen. Ah, ich glaube nach Siegen. So ein Einzelner, ich weiß nicht. So. So ein Triebkopfwagen. Mit einer Lokomotive, ich weiß gar nicht, was das soll. Oh, wir müssen jetzt bremsen. Ja, und dann sind wir auch, glaube ich, gleich schon da. So, wir haben unsere Geschwindigkeit, die wir wollten, erreicht. Warum bremsen wir noch? So. Ja, da sind wir auch in unser Ziel. In unserem Zielbahnhof, scheinbar. Wenn es jetzt irgendwie nicht durch eine Überraschung weitergeht, dann sollte das es gewesen sein. Da, wir stellen noch weiter die Bremse runter. Sie fahren. Ja, komm, wir müssen ihn rollen lassen. Ich bin zu früh gebremst. Güterbahnhof, Let Matteo 103. Fahren wir entspannt mal rein. Sie fahren. So, und bremsen schon mal. Schauen wir, ob wir da vernünftig anhalten können. Oh, der Haltepunkt ist auch ganz schön knapp gemacht, Leute. Oh, 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 oh. Der Haltepunkt ist auch wirklich knapp gemacht. Das langt. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute, und würde mich freuen über einen Kommentar und natürlich über ein Abonnement. Würde mich auch ganz freuen und Daumen nach oben, Leute. Ja, und ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Ciao.